Willkommen zurück, Sternenbürger, willkommen zurück mit Star Citizen 3.14. Ja, es ist endlich live, oder ist es schon live? Es kann nur mehr sich um Stunden handeln. Das macht nichts, wir schauen in 3.14 rein, in der PTU noch immer, aber es ist schon sehr, sehr am Ende der PTU und deshalb wird höchstwahrscheinlich auch der Live-Patch so, wie wir es heute sehen werden, aussehen. Haha. Sehen. Wie ihr seht, es ist schon das Hintergrundbild anders beim Startmenü. Und das ist unser erster Punkt. Es ist nämlich mit 3.14 eine neue Landezone reingekommen, samt neuen Planeten. Also das heißt nicht neuer Planet, sondern alter Planet, aber wenn wir unseren wunderbaren Charakter hier erstellt haben, Begin Blending, Randomize und die nehmen wir schon, aber die Augen gefallen mir nicht, denn unsere Augen müssen uns immer gefallen, denn das sind die Augen von unserer Mutter. Und die Haare, Hair, sind die Haare unseres Cousins. Wow, das ist ja die richtige Männerfrisur, meine. Naja, genau, sowas passt besser. Eine chinesische Schlachtschwester, die sich durchs Universum schlachtet. Das Schöne, wir sind in Stan-System und wir können gleich mal hier in Horizon spawnen, denn Horizon ist die Stadt in den Wolken. Cloud City von Stanton quasi. Ist neu hinzugekommen und samt der neuen Landezone ist auch der ganze Gasriese Crusader ausmodelliert und ausdetailliert worden mit Cloud Tech 1.0. Und da ich mir für YouTube gern hier einen Schnitt ersparen würde, was ist Cloud Tech 1.0? Es sind Wolken, durch die man durchfliegen kann. Das, was Ego-Shooter schon seit 1000 Jahren haben, mit Rauchgranaten gibt es jetzt auch in größer Planetenform mit dem Schiff zum Durchfliegen, ja. Und der ganze Gasriese Crusader besteht aus Cloud Tech. Nicht ganz, höre ich euch sagen. Stimmt, irgendwo hört dann irgendwann einmal der Cloud Tech aus und man kommt zum Planetenkern, was natürlich nicht so realistisch ist. Aber bis man dorthin kommt, realistischerweise, wird der Druck, der Gasdruck so groß, dass das Raumschiff darunter berst, zusammengeknüllt wird, quasi wie eine kleine Orange. Warum der Vergleich mit der Orange? Also es gibt den Herbert Nitsch, das ist ein Apnoe-Taucher österreichischer, wenn der auf 200 Meter runtertaucht, ohne künstliche Sauerstoffversorgung, wird seine Lunge zusammengedrückt auf die kleine, nicht auf die Größe, auf die kleine von einer Orange. Deshalb Orange. Wenn ihr das erste Mal startet in Star Citizen rein und ihr euch in Horizon ausloggt oder ihr gleich so wie ich jetzt in Horizon spawnen wollt, dann dauert das sehr lange, weil die ganzen Cloud-Tech-Sachen wahrscheinlich geladen werden müssen einmal. Deshalb ein Stück Schoki für ein Steinchen beim Warten. Jetzt könnte man sich aufregen, aber das hätte doch für sein YouTube-Video rausschneiden können, aber so viele Neuigkeiten gibt es leider nicht in 3.14. Oh. Nummer 1, der Gasriese Crusader und Cloud City Horizon. Und wir sind hier zufrieden und munter aufgewacht in unserer Schlafkoje in Horizon. Und hier sehen wir schon ein bisschen das neue, Habitationsdings. Wichtigste Info zuerst, auch wenn ihr eine RTX 3090 habt, stellt euer Planet Volumetric Clouds auf Medium runter. Und zweites, Game Settings. Wie immer, natürlich, das wisst ihr eh schon, Proximity Assist Defaults off. Und, was ich persönlich gern mag,
Flight, Space Break, Engage, Boost, yes. Denn wir haben eine neue Technik in das Spiel bekommen mit 3.14, das ist der Boost. Also nicht mehr der Afterburner, sondern der Boost und den schaltet ihr ein. Dann habt ihr ungefähr die gleichen Einstellungen wie in 3.13 und davor. Wie dem auch sei, wir schauen uns ein bisschen Horizon an. Schön, dass Tag ist übrigens einer der wenigen Momente, dass endlich Tag hier ist, glaube ich. FPS sind natürlich bescheiden in Horizon, aber wir haben endlich Tag und man kann gleich hier auf den Balkon rausgehen und ein bisschen die Cloud City anschauen. Ja. Das, was bei uns oben rausgeht in den Schornsteinen, geht in Horizon unten raus, sozusagen. Frames sind schlecht in Horizon? Ja. Es ist aber spielbar, ihr könnt dort landen und ihr könnt auch wieder weg. Achtung, wenn ihr weg wollt, nehmt euch ein Schiff mit viel Booster, nämlich, weil es sind 150 Kilometer, die ihr weit weg sein müsst von Horizon, damit ihr springen könnt. Jump. Gut, unser Green Circle Lobby. Da, also Green Circle, das ist ein bisschen ein esoterisch angehauchtes Habitat, wo wir mit Steinkreisen uns unsere Muse zu finden probieren. Also das ist quasi euer Spawnpunkt, so wie in Area 8 in das Hotel und so weiter und so fort. Echter Spiel übrigens. Und Kirschblüten. Ganz viele Kirschblüten, weil es nicht gereicht hat, diesen Gasriesen pink einzufärben. Gibt es auch die Bäume mit pink. Ja, richtig gehört. Bäume. Und wenn man reinzoomt, sieht man wieder, jede Kirsche ist zwar nicht ausdetailliert, aber dafür nicht mal jedes Blatt. Hahaha. Aber wenn da der Wind reinfährt, sollte sich das Ganze schon ein bisschen verschieben, so laut letztem ISC Inside Star Citizen. Und hier sieht man von Horizon den Shuttle Service. Oder Horizon, ich versprich sowieso immer falsch aus, ist egal. Oh mein Gott, das ist eine Wand, die sich ändert und es sind überraschenderweise 16 bis 17 Grad und partly cloudy. So, wir warten noch kurz. Bitte weiterschalten. Ja, naja, nicht Crusader. Ich möchte den Leuten nicht das Blühstier zeigen, sondern bitte die U-Bahn. Das U-Bahn, das Straßenbahnnetzwerk, das Wolkennetzwerk oder so. Wolkenshuttle. Okay, wie Sie sehen, ist es wieder mal, wie Sie sehen, das ist wieder der gute alte Vorführeffekt, wo ich Ihnen nichts zeigen kann. Information Screen, bla 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 bla. So, jetzt haben wir es. Cloud View Center, August Dunlow, Spaceport und Providence Industrial Platform. Diese drei gibt es. Es gibt keine Refinery of Orison. Wir sind natürlich auf der Cloud View Plattform. Das heißt, wir haben hier auch ein paar Gebäude. Zum Beispiel Stratus und die Voyager Bar. Und wir schauen uns die Voyager Bar an, weil da war ich noch nie. Ich will es auch nicht mehr verspoilern hier. Wir ruckeln uns zum Lift hier durch. Und hoffen, dass wir in die Voyager Bar fahren können. Voyager. Oh, macht's gut, ihr Idioten. Wir ruckeln uns zur Voyager Bar. Da war ein Aquarium eingebaut. Und wir sind in der Fancy Voyager Bar angelangt. Also, wenn ich mal meine Meetings irgendwann in Star Citizen veranstalte, dann wahrscheinlich hier. Als alter Crusader-Fanboy sage ich, hallo, wie geht's? Und gehen wir an die Promenade.
Da sieht man übrigens einen berühmten Crusader-Wal. Die wohnen da in den Clouds und das ist eine Skulptur davon. Er wird auch nass gehalten, warum auch immer. Durch Brunnen. Ja. That's Cloud City und ich sage, ihr erforscht es selbst, oder? Wär's das nicht? Ist das es nicht anzustreben? Kann ich da jetzt rein? Na, open door, please. Geht selbst rein. 3.14 ist live, höchstwahrscheinlich bald. Und what can I do for you? Nothing. I'm leaving. Aquarium ohne Fischis, oder? Keine Fische. Erforscht das einfach selbst. Meine Meinung. Und deshalb gibt es jetzt hier den mysteriösen Schnitt und wir sehen uns mit den neuesten Features im Weltraum wieder. Ich werde mich jetzt im Livestream, übrigens www.twitch.tv/steinchen84, zum Spaceboard ruckeln. Aber ich kann euch zumindest... jetzt haben wir es aber so falsch rausgelaufen, oder? Ja, ich kann... Na, ich zeige euch nichts mehr. Erforscht selber Orson. Jetzt kommt der Schnitt beim Abflug vom Spaceboard, hoffentlich. Danke. Und willkommen zurück. Wir sind endlich im Dunlow August Spaceboard angelangt und wir haben uns ein Plüschi gekauft. Ein Accessoire hier am Flughafen. Um 1000 Euro. Kann ich das wegstecken? Nein. Kein Hotkey funktioniert. Weder 4, 5, T. Na toll, jetzt hat er einen fallen gelassen. Carrie? Okay. Ist egal, wir werden den als Maskottchen in unserer Crusader Mercury Star Runner platzieren. Aber C sind wir. So viele Schiffe. Crusader Mercury Star Runner. So. Hangar Design wurde übrigens von New Babbage gestohlen. Das wird sie auch gleich im neuner Hangar sehen. Der schaut gleich aus wie New Babbage. Und warum ist der Lift auf Hangar 7? Na, jetzt ist er da. Wenigstens das geht schnell hier auf Crusader. Und wir fahren nach Hangar 9. Mit unserem Plüschi in der Hand. Ich dachte, man kann das storen irgendwo. Ah, ich habe keine Rüstung an, deswegen kann ich es nicht storen. Apropos Rüstung, gibt es auch eine neue. Habe ich aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Inventar, leider. Schauen wir mal hier schnell nach. Armor. Nein. Gab wieder Database Reset und es gibt eine neue Greycat Rüstung. Optimal für euch Miner da draußen. Mit großem Rucksack, nämlich. Hätte man ja kaufen können, Steinchen. Was ist denn das für ein scheiß Vorstellungsvideo? Schiffe gibt es keine neuen, außer die Constellation der August, die habe ich aber nicht. Das ist wie eine Constellation Andromeda, nur mit weniger Waffen, glaube ich, und Utility und dafür mehr Laderaum. Achso, da kommen wir mit dem Plüsch in der Hand nicht rauf. No, na. Up it goes. It's very dark inside. Und jetzt werden wir bald gleich die erste große Neuerung sehen mit 3.14, nämlich das HUD, das Head-Up-Display. So, den werden wir hier platzieren. Wunderbar! Nice! Jetzt ist es meine Star Runner. Tada! Das neue Display ist da! Also, meine lieben Damen und Herren, Geschwindigkeitsvektor ist jetzt hier ein durchgehender Balken und das ist eure Cruise Control Einstellung und hier die tatsächliche Geschwindigkeit mit einem Pfeil.
Wenn ich jetzt C für Cruise Control drücke, passiert nichts, weil wir die Engine noch nicht gestartet haben. Aber jetzt haben wir die Engine gestartet. Crusader Industries. A journey worth taking. Ja. Gut. Die restlichen Anzeigen wie Vertical Takeoff Landing hier, Coupled Modus, ESB und Gear, Landing Gear, ein aus, ein ist weiß und sonst wird es ausgegraut. Wie ihr seht, jetzt bei der linken Seite Cruise Control, ein, aus, aus. Okay. Dann, was ist neu? Der Pitch ist hier glaube ich geblieben, das passt, aber wir haben jetzt endlich einen Kompass und wenn ihr auf einem Planeten seid, so wie ich gerade, dann zeigt er zum OM1, also zum Nordpol mit Norden, ne? Und wenn ihr euch im Verse bewegt, dann seid ihr mit 0 Grad genau auf die Plane von den Planeten rund um Stanton ausgerichtet und der Kompass zeigt immer auf Stanton selbst, auf die Sonne. Die Sonne auf den Stern. Hier Höhenmeter. Ein bisschen neues Design. Da haben wir noch die G-Anzeige, aber das ist jetzt nicht so interessant. Interessant wird es hier herüben nämlich. Es werden nämlich Waffen hier gleich herüben jetzt aktiv angezeigt. Und ihr seht es, Laserwaffen haben jetzt Munition. Die füllt sich von selbst wieder auf, aber man kann jetzt nicht mehr 10 Minuten Dauerfeuer geben. Decoys und Noise Fields wie gehabt, Locked Auto und Gimbal, also die Gimbals können wir hier wieder verstellen, auch wie gehabt. Hydrogen Fuel und Quantum Fuel hat jetzt Balkis statt Prozentzahlen, gefällt mir persönlich nicht. Vielleicht könnte man hier oben noch eine kleine Prozentzahl hinzufügen, dann wäre das für mich okay. Und zu guter Letzt, was auch neu ist im Display, hier sehen wir unsere Wärmesignatur, unsere Stromsignatur und Cross-Section, glaube ich, oder irgendwas. Die verschiedenen Raketentypen, wie sie auf uns ansprechen und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da rauskommen. Landebeinchen ein und ihr seht es, wie es hier blinkt und dann ausgegraut ist, nämlich genau jetzt. Und schon beginnen wir am besten den Steigflug, weil das so ist. Es dauert nämlich eine halbe Ewigkeit, bis wir hier weg sind. Am schnellsten Starseed steigen wir natürlich mit 90 Grad nach oben, wenn wir es denn schaffen. Ja, ist ja wurscht. Lassen wir unser Schiff mal auf 85 ausgerichtet und fertig. Jetzt, liebe Leute, kommt die wichtigste Erneuerung in diesem Spiel, denn wir haben neues Energiemanagement bekommen. Hier gibt es ein neues, das Power Triangle gibt es Free Angel. Das Energiedreieck gibt es schon ewig, aber jetzt macht es wieder Sinn, jetzt funktioniert es auch. Sämtliche Energie zu den Waffen. Und wir haben nicht mehr 84 Schuss für unsere Laser, sondern auf einmal 101. Und sie laden sich auch wieder schneller auf. Sämtliche Energie zu den Schilden, ich meine, die bleiben auf 100%, aber wenn man da das rüberzieht, dann verhärtet man quasi die Schilde. Und auch wichtig vom Balancing her, die kleinen Fighter haben jetzt nur mal eine große Schildbubble, gleich wie die Mercury Star Run. Also ihr könnt nicht mehr mit Nummernblock zum Beispiel 8 alle Energie auf die Frontschilde, das gibt's nicht mehr. Leider. Haben aber nur mal die großen Schiffe wie die Eight-Nine Jump und Hammerhead und so weiter und so fort. Wir sind bis jetzt auf 98.000 Meter gestiegen, 150.000 Meter brauchen wir leider. Dann Energiedreieck auf Booster. Dann geht die Zahl, also unser Booster, unser Afterburner quasi, lädt sich jetzt schneller auf und das brauchen wir natürlich. Also ich boost mal, zack, und jetzt wird die Geschwindigkeit rauf, geht auf 320. Jetzt geht ins Rote und auslassen. Jetzt haben wir Abklingzeit und jetzt geht der Balken wieder nach oben. Wenn ich jetzt geht 1, 2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 und wenn ich jetzt die Energie auf Waffen lenke, sag jetzt geht's 34. 34.
meine, er geht nach oben, aber die Zahlen sind nicht. Das muss ein Bug sein, wieder mal. Ich schalte mal das Energiedreieck auf neutral. Jetzt ist 35, 36, 37. Und jetzt alle Energie auf die Booster. 42, 43, 44, 45. Also, ihr wisst jetzt, was das Energiedreieck macht. Und jetzt können wir wieder Gas geben. Also Energie würde ich sagen, wenn ihr einen Frachter spielt oder so, haut es auf die Booster, wenn ihr schnell sein wollt. Wenn wir es jetzt 0% auf den Schilden habt und die Schilde sind auf 0%, dann erholen sie sich nicht. Achtung, die Schilde erholen sich dann nicht. Für jede Anfänger und so weiter empfehle ich natürlich die neutrale Schild, die neutrale Energieposition. Das ist in diesem Fall F8 und schon seht ihr, wie das Energiedreieck wieder hier neutral reinhüpft in die Mitte. Das ist das gebalancete Setting. Was ist noch neu hier? Wenn wir schon beim Power Management sind, die ganzen Items können nicht mehr übertaktet werden, außer das Powerplant, aber das bringt momentan nichts. Nada, niente. Was gibt's noch Neues? Was das Schiff betrifft, momentan nichts. Ihr werdet es erst sehen, wenn man da. Ich muss da wirklich mal mich auf den Flug konzentrieren. Da erst, weil irgendwie scheint sie nach unten zu ziehen wollen. Jetzt haben wir mal wieder den Booster da rein. Ich bin der Idiot, der da unten zieht. Ich bin immer nach oben. Jetzt haben wir die 90 Grad und dann Red Out. So, 136, 137, ich hoffe. Sämtliche Energie zu den Boostern, F6 halten, dann geht die Zahl rechts schneller nach oben und wir können dann mal wieder boosten. Mit Shift natürlich, so wie der Afterburner früher, ne? Und dann resetten wir das Energiedreieck einmal und könnt euch die Anzeige auch hier herholen. Ich würde es empfehlen, dass man das zumindest jetzt im Auge hat. Dann eine Anzeige für die Schilde und vielleicht dann noch eine Anzeige fürs Targeting. Ne? Drei hätte ich gern. Schilde, Energiedreieck und das Target. Und weil es so schön ist in der Star Runner, können wir hier natürlich noch die Freundschaftsliste reingeben, also die Comms. Aber wir haben hier keine Comms. Der einzige Freund, den wir hier in 3.4 haben, ist unser Fischi, der da perfekt aufs Cockpit passt. Ich glaube, das werde ich so lassen. So, wir sind bei 150 angelangt. Wir hitten B für den Quantum Drive und sehen, dass wir da ein paar Dreiecke auswählen können. Springt ab jetzt weg nach Jela zum Beispiel. Mach's gut. Also die Wolken schauen jetzt kriselig aus. Horizon von oben gesehen, ne? Und weg sind wir. Hui, tschüss Crusader! Was, das ist einmal ohne Ruckeln gegangen? Das ist Crusader, meine Damen und Herren, der neue Planet. Und jetzt hat er geruckelt, weil er auf einmal ein Platzhalter geworden ist und jetzt schon wieder. Keine Ahnung. Und jetzt funktioniert es auch. Und wie ihr seht, sind wir im Gürtel von Jela angelangt. Im Asteroidengürtel. Sehr, sehr cool, wie es so schön heißt. Ja. Und wenn ihr einmal B drückt für den Quantum Drive, dann bleibt ihr gleich im Quantum-Modus. Also noch einmal B drücken und jetzt seid ihr erst heraus. Ne? So. The next one. Die neue Erneuerung. Also ich zeige es euch jetzt mal mit den Waffen da, den Banda-Repeatern. Wir geben null Energie auf die Waffen, alles auf die Afterburner. Ihr seht es. Ist fix natürlich. Dann haben wir da Gimbelt und Target. 20 Schuss nur mehr. Und aus. Jetzt laden sie auf. Aber warum laden sie jetzt nicht? Weil ich die sämtliche Energie auf die Booster habe. Gleiche wie mit den Schildern. Das heißt, sämtliche Energie mit F5 auf die Waffen. Zack. Und jetzt schaut es, wie schnell die raufladen. Und jetzt Energie auf die Schilde zum Beispiel. Dann sagen wir, haben wir wieder 84 Schuss. Und jetzt Energie auf die Waffen. Da ändert sich nichts. Außer, dass wir mehr Schuss haben und dass sie schneller aufladen. Das ist es. Das ist auch das gleiche beim Booster. Er lädt schneller auf.
Und das gleiche bei den Schildern, sie verhärten sich, wenn man die Energie dort hat, und wenn sie depleted sind, laden sie sich schneller wieder auf. Lasst das am Anfang in der Mitte, das Dreieck, und ihr seid good to go. So viel zum Energiemanagement, und das heißt im Fachjargon Capacitors. Ja, habe nur meinen Nullpunkt da untersucht. Ich glaube, den muss ich nochmal neu einstellen. Jetzt zieht er an. Also bis jetzt ist er neutral, der kleine Punkt in der Mitte, und jetzt zieht er an. Ich weiß nicht, ob ich das im Live-Server so hatte, aber soll so sein. Wir lassen das Dings auf Gimbelt, weil wir machen jetzt was Neues, nämlich ihr drückt die mittlere Maustaste. Zack, zack. Und wir haben jetzt einen großen Kreis, wie in die guten alten Starfighter. Wir haben hier jetzt den Missile Operator Mode. Der kann vom Beifahrersitz gemacht werden jetzt endlich. Winter, was machst du? Ich erkläre mal die neuen Features und das neue HUD und den Missile Operator Mode von 3.14. Und wir sind gerade beim Missile Operator Mode dabei. Und, hallo, und wie geht's? Mit mittlerer Maustaste, und ihr seht jetzt, ihr seht nichts, weil wir unser Schiff drehen müssen. Jetzt seht ihr es. Wir haben jetzt nämlich hier ausgewählt die Tempest-Raketen. Ihr könnt jetzt die Anzahl auswählen, wie viele Raketen ihr aufschalten möchtet, mit der Taste G. Jetzt habe ich 2 Raketen aufgeschalten, 3 Raketen aufgeschalten und 4 Raketen aufgeschalten, oder wäre eine. Und mit der Taste R könnt ihr durchschalten, zum Beispiel die Arrestor 3. Wie viel haben wir von denen an Bord? Da kann ich nur 2 jetzt gleich aufschalten. Oder die Tempest. Tempest, Arrestor, durchschalten mit der Taste R im Missile Operator Mode. Verlassen könnt ihr den Mode wieder mit der mittleren Maustaste. So. Und warum ist mein Display zerkratzt? Seht ihr das? Komisch. Also, wie dem auch sei, wir schauen jetzt, dass wir eine Mission zumindest machen können, wo wir die Missiles aufschalten. Und das wäre die Tracker Verification, aber das wäre schön. Jela, das ist aber schön, das ist eine leichte Mission. Und dann kommen wir nämlich zum. Es ist auf der anderen Seite von Jela. Das heißt, wir springen zum Nordpol. Und. Wenn wir am Nordpol sind, muss ich euch zeigen, okay, wie das aussieht, wenn man jetzt nach Stanton schaut, nämlich, weil wir richten uns auf 0 Grad aus und auf 350, 40, okay, der Kompass ist jetzt schon eingestellt, glaube ich, auf den Planeten hier unten, ne? Auf diesen, da zeigt der Kompass hin. Ja, kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, wie das ausschaut, wenn man jetzt auf Stanton blickt. Wir springen nun zu unserer Bounty. Es ist auch wie in 3.13 der übliche Trott. Also wir kommen aus der Lichtgeschwindigkeit, aus dem Quantum Drive, gute 35 Kilometer weit davor heraus. Und hast du das OM1 Nordpol von Spieler Blau? Nein, aber OM1 ist immer der Nordpol und OM2 ist immer der Südpol. Wie dem auch sei, Energiedreieck haben wir jetzt auch in der Mitte eingestellt, und jetzt fliegen wir da zu dem netten Herrn und begeben uns in den Missile Operator Mode. Großer Kreis, hinten rechts schalten wir gleich 4 Raketen. Die Ares da mal drinnen, da gehen wir die Tempest rein, die 4 Raketen aufheizen quasi, für den Abschuss vorbereiten. Okay. Nein, muss ich euch noch das Pingen zeigen. Das ist natürlich auch eine Erneuerung hier in 3.14. Ist eine Geschmackssache, mir gefällt es nicht, aber.
Haben wir da schon jemanden? Nein. Aber bald kommt's. Ja, da haben wir jetzt das Ziel. Ziel ist aufgeschalten. Und ist jetzt... Und je länger, dass man on bleibt, desto schöner lockt er die Missiles. Aber wir müssen sie natürlich mit der linken Maustaste, kann man dann alle vier gleichzeitig abfeuern. Raus aus dem Missile Operator Mode und rein in den Target Modus, hätte ich gesagt. Also, unsere Missiles hat keine einzige getroffen und die Schiffe sind ein bisschen träger geworden. Ihr seht es, ich habe mit der Starrunner hier ein bisschen eine Probleme, das zu verfolgen. Es ist auch der. Ich habe lieber in Lead Pit drinnen. Aber das hätte jetzt mein Beifahrer. Aha, okay. Sämtliche Energie zu den Waffen, damit wir da schnell aufladen und 101 Schuss haben. Und ihr seht auch, der Boost lädt sich jetzt nicht auf, weil wir die gesamte Energie auf die Waffen haben, ne? Und ihr seht, der Weltraum... Oh mein Gott, ist die träge geworden. Also, die Starrunner für 1 gegen 1 Kampf nicht nehmen, meiner Meinung nach. Dann unsere Schilde unten. Ist jetzt aber auch nicht das super geile Bounty Hunter Schiff jetzt, die Star Runner. Wir Waffenenergie. Okay, unsere Schilde sind unten, aber. Machen wir da überhaupt genügend Schaden? Das ist ein bisschen schwierig jetzt, ne? Weil irgendwie geht uns ein Display ab, nämlich fürs Target. Das finde ich ein bisschen schade. Energie auf die Schilde. So. Shield Failure. Ihr habt die gesamte Energie auf die Schilde jetzt. Also ihr habt zwei Targets. Das ist das Problem. Ja, ist jetzt in der Star Run, in einer Default Star Run, das ist wirklich schwierig da. Wir beschleunigen rauf, gehen T-Coupled Mode und hauen uns in Missile Operator Mode wieder rein. Ja. Also, Tempest habe ich keine mehr, Raketen durchschalten. Warum sind meine Schilde so bescheiden? Also nehmt keine Mercury Star Runner fürs Bounty Hunter aus. Ich habe zwei Freunde mit, denn die Türme sind wunderbar in 3.14. Wir sind eh im Decoupled Modus. Das ist einmal gut. Missile Operator Mode rein. Endlich! Holla die Waldfee! Okay, raus aus dem Decoupled Modus, Cruise Control rein, sämtliche Energie auf die Booster. Ihr seht es, wie jetzt links die Zahl hochgeht und jetzt können wir mal wegboosten hier und jetzt stelle ich das auch auf neutral wieder. Das ist in der Kräfte 3. Ja, es fehlt mir hier einfach eine klare Anzeige, wie viel das Target noch hat hier. Ah, und ihr seht, ein kleiner Kampf und unsere Starrunner, die schaut schon mitgenommen aus, er feuert noch immer. Wenn er es drauf anlegt, bitte. Achso, ich habe 0 Raketen mehr an Bord, ihr seht das rechts, 0 Raketen. Avenger Titan, ne?
sie wendet so langsam. Also das haben sie auch genervt, glaube ich. Aber jetzt haben wir gute Treffer rein. Das war mal gut. Guter Anflug. Unsere Schädel sind quasi immer auf Null irgendwie, habe ich das Gefühl. Holla die Waldfee. Und der nervt. Ich meine, ich hätte schon 10-mal wegspielen können, aber ich zeige euch noch ein bisschen, dass es einen Unterschied macht. In 3.14 der Kampf, ne? Und Raketen für nix an, weil sie eh nicht treffen. Aber es gibt unseren Beifahrer die Möglichkeit, auch etwas im Cockpit zu tun jetzt in Zukunft. Und das ist doch schön. Ah, die Banda-Repeater, ne? Da kann man sich wirklich überlegen, für den Piloten da Gatling ganz raufzugeben. Die haben so nur sehr wenig Munition in 3.14, aber zumindest erspart man sich solche lästigen Kämpfe, weil den kriegt man immer down. Ne? Jetzt haben wir mal einen schönen Anflug gehabt. Jetzt gehen aber schon wieder seine Schilde wahrscheinlich rauf, oder? Boah, du nervst! Du nervst mich so sehr! Aber mittlerweile wehrt er sich nicht mehr so sehr. Und wenn wir da einen schönen Anflug bekommen, na endlich! Boah, mühsam! Wirklich, wirklich mühsam, der Weltraumkampf. Holla die Walfe, du bist gleich hin! Na, 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 na! Niemals! Aber er hat uns unsere Heckklappe aufgeschossen, warum auch immer. Ja, der ist hin. da haben sich die Leute schon zum Aussteigen bereit gemacht, aber da haben sie den Piloten Steinchen unterschätzt. Wie dem auch sei, für Bounty Hunts empfehle ich wirklich, schnappt euch einen wirklichen Ein-Mann-Jäger für realistisches Flugverhalten. Mach mal Gimbal aus und weiter. Jetzt ist Gimbal aus. Wie dem auch sei, ja, die Himmelsrichtungen, den Kompass gibt es in 3.14, diese Anzeige da oben. Aber OM1 und OM2 hat es schon immer gegeben. Und OM1 und OM2 waren schon immer der Nord- und der Südpol. Wie dem auch sei, ein kleiner, schneller Sprung. Nein, jetzt zeige ich euch noch ein neues Feature in 3.14, nämlich das Scannen. Mit Tab pinkt ihr nämlich nur mehr. Und da-da-da-da-da! Wie in Tron geht eine Stadt vor euch auf von Asteroiden. Also ihr möchtet jetzt gerne da minern gehen irgendwo und ihr denkt euch, dann haut es einfach einen Pink raus. Und wie ihr seht, seht ihr nichts. Es wird auch nichts angezeigt, also. Ah, jetzt haben wir was. Haben was. Da, einen kleinen Pinghaufen, wie ihr seht. Holla die Walke, das war jetzt aber wirklich knapp. Locked-Modus wäre am liebsten. Was nehmen wir da? Was ist denn am nächsten? Der mit 6 Kilometer. Alles rot und du sagst ne. Ach, so schlimm. So schlimm ist das nicht. Wir pingen uns da mal an dieses. Ihr seht hier dann den kleine Punktewolke und die zeigt uns an, dass man da jetzt was minern kann. Noch einmal ein Ping. Wie schon gesagt, ein großer Freund bin ich nicht von dem neuen System, weil, ich meine, es geht, okay. Ihr fliegt nah ran und dann
Dann der neue Scan-Modus wird mit V auf der Tastatur aktiviert und dann. Das sieht ungefähr gleich aus wie der alte Scan-Modus. Ja. Das ist das Problem, man sieht im Weltraum nichts, wenn man die Helligkeit runterstellt, um es realistisch zu haben. Aber es macht nichts. Was wollte ich euch noch zeigen außer Scanning? Das Scanning schaut ein bisschen anders aus, jetzt eben mit dem Ping. Aber sonst, glaube ich, war es das in 3.14 mit den Erneuerungen. Um euch aber nichts vorzuenthalten, schauen wir nochmal rein auf die offizielle Seite. Wir machen den mysteriösen Schnitt auf den Desktop. Tada! Wir schauen nochmal an mit den Apps, mit der Roadmap, was Neues kam in 3.14. Release View. Schließen, Release View. 3.14, da sind wir zu Hause. Nicht in 3.15, 16, 17. Locations, wir haben es gesehen. Crusader. Horizon Landing Zone. Dann Gameplay. Power Management haben wir jetzt ausführlich betrachtet. Radar und Scanning habe ich euch am Schluss gezeigt. Den Missile Operator Modus haben wir durchgenommen. Law System Surrender kann ich euch nicht zeigen, weil es momentan, also die Streams, was ich gesehen habe, es hat von nicht wirklich funktioniert, aber man bekommt zumindest eine geringere Strafe auf Clasher, wenn man sich ergibt. Theoretisch, wenn man böse ist und die Patrouille kommt und will einen abschießen und kurz bevor man stirbt, sagt sie Will you surrender? Und dann drückt man wahrscheinlich auf Ü oder aufs Sternchen für annehmen oder ablehnen und dann, wenn man aufgibt, dann landet man in Clasher und bekommt zum Beispiel 10 Minuten Strafe und wenn du dich ergibst, landest wenn du stirbst, dann bekommst du halt 15 Minuten Strafe. Es ist nicht so viel. Ich glaube, es waren 2 Minuten jetzt, was man da Erleichterung kriegt. Also es bringt sie nichts eigentlich. Ships and Vehicles. Also das hat, haben wir durchgenommen, ne, das Neue. Und die Constellation Taurus, habe ich euch schon gesagt. Die ist auch neu. Hat, glaube ich, 140 SCU, 120 SCU, irgend sowas dazwischen. Für mich total uninteressant und außerdem gefällt sie mir nicht. Und eben Horizon Cloud Tech. Und das war's mit 3.14. Das war's. Nicht mehr. Boah, Dadl, wir ruckeln uns wieder mal irgendwo hin. Meine lieben Damen und Herren auf YouTube. Das Spiel, das Video hat sich wahrscheinlich jetzt eh schon wieder künstlich in die Länge gezogen und mit diesem. Jetzt kann ich es euch noch zeigen. Also so schaut der Cloud Deck auf Medium aus und wenn man dann auf Options geht, was eure Grafikkarte, egal welche ihr habt, in die Knie zwingt. Very high. High und high. Dann schaut es so aus. Und ihr seht, also wir haben 10 FPS. Und es schaut jetzt viel besser aus, oder? Schaut es jetzt viel besser aus? Wenn man so ins Detail sieht, vielleicht. Da oben haben wir übrigens Jela. Da waren wir gerade vorher noch. Und wenn ich das jetzt wieder Options, ich rate euch, dass ihr wenigstens ein paar FPS habt. Und auf Medium. Das tut's schon, ja. Ihr seht es, Jela sieht man noch immer. Es wird ein bisschen krisler da, wie man so schön sagt auf Steigisch. Es kriselt. Und mit dieser herben Enttäuschung am Balkon vom Green Circle Gebäude mit dem Sprung in den. Kann man da eigentlich in den Tod springen? That is the question. Ja, da kann man sicher drüber glitschen, oder? Wait for it. Es hat noch keinen Balkon gegeben, über den ich nicht springen bin, aber ist egal. So leicht haben sie es einem dann doch nicht gemacht. Mit dieser herben Enttäuschung, meine Damen und Herren, warum ist die Kamera jetzt so bescheiden? Mit dieser herben Enttäuschung. Na, keine Ahnung, bitte schreibt es in die Kommentare runter. Ist 3.14 eine Enttäuschung oder ist Horizon so eine geile Landezone und ist Crusader so ein geiler Planet? Dafür hat sich das Warten gelohnt.
Was noch viel wichtiger ist, mit 3.14 kommen zwei neue Events. Einmal Ninetales Lockdown und einmal wieder der Xenothreat auch rein ins Spiel. Also, good luck, have fun. Bis zum nächsten Mal, euer Steinchen.